Wie kann ich helfen? Bruder Dings, hier ist der Juntin. Hallo? Und guck mal, ich hab ein Problem, ne? Ja. Dings, guck mal, ich hab mein Auto, ich hab das hier vor den Dings, vor dem Gewerbeamt habe ich das hingestellt. Ja. Ich bin jetzt da rausgekommen, der ist nicht mehr da. Kann sein, dass es eingepackt wurde, weil die Parkwärter gehen alle Zeiten durch die Stadt und tun die langzeitparkenden Fahrzeuge einpacken. Dings, was für Langzeit? Das ist gar nicht so lange gewesen. Ja, alle paar Tage gehen die halt rum. Aber guck mal, ich kann ja jetzt nicht Schwebebahn nehmen. Es gibt noch keine. Das ist richtig. Wie soll ich jetzt hier wegkommen? Entweder Taxi, wenn die schon im Dienst sind. Oder, ja, zu Fuß. Wenn ich zu Fuß gehe, dann gibt's ein Problem. Ja, sie müssen ja nur bis zur nächsten Garage. Ja, guck mal, Dings, aber ich weiß nicht, wo die ist. Das heißt, ich laufe in der Gegend rum. Und wenn ich in der Gegend rumlaufe, dann trainiere ich Beine. Okay. Das heißt, die sind wahrscheinlich jetzt auch gerade vorm Gewerbeamt, richtig? Richtig. Lassen Sie mich kurz überlegen, wo ist die nächste Garage? Also die Straße geht rechts nach unten, links nach oben. Ich würde lieber nach unten gehen, damit ich die Beinmuskulatur nicht so viel trainiere. Ja, da müssen Sie effektiv rechts rum und gleich geht ja gleich eine Straße nach rechts rein, richtig? Ja. Da die Straße entlang, da laufen Sie dann auf so eine Brücke zu. Da rechts nebendran runter und unten ist so ein großer Parkplatz. Da können Sie Ihr Fahrzeug ausparken. Okay, Bruder, ich guck mir das mal an. Stabil, dass du mir geholfen hast. Danke. Ja, gerne, gerne. Hau rein. Tschüss. Duisburg Hauptbahnhof, der kommt aus Wuppertal. Verstehen, dass die 60 Gehirnzellen fürs Spielen und Zuschauen, sondern auch bei jedem, der eine stabile Interaktion mit dem Char hat. Ja. Ich bin mir sicher, jeder, der Supertal kennt, hat schon mal einen Juntin gesehen. Mindestens. Was hast du mit dem Char vor? Gar nicht. Der ist so random entstanden. Ich wollte eigentlich so einen Char nicht mehr machen. Das war komplett random. Der war nicht gewollt. Der war kein Wunschkind. Ja, was mit dem Bürgermeister, müssen wir jetzt erstmal überprüfen, ob das stimmt. Ich bin in Düsseldorf-Lingern aufgewachsen. Außer meinen Eltern kannte ich nur so Typ. Neben der Brücke herunter. Dings.
Hier ist nicht mal ein Weg. Gehen Wuppertal auf die Schule. Da läuft nicht nur ein Juntin rum. Ich gehe einfach über Autobahn, kein Problem. Wir müssen uns heute wieder mit Juntin bei den Cops ein Praktikum bewerben. Wir lassen nicht locker, Chat. Er ist bei 100 Absagen, lassen wir locker. Ist ein Chan nach dem Motto, ey Mädchen, Mädchen, dreh dich mal um, Alter, Mädchen, komm mal, Digga. Nee, Bruder, so würde ich uns hin sagen. Mädchen, Bruder, komm mal her. Mach mal kein Auge, bleib stabil, okay? Bruder, gib mal meinen stabilen Twingo. Stabil, hau rein, Mann. Und dann müssen wir noch ein bisschen Cash machen. Für Mercedes. Irgendwann will ich Mercedes fahren. Eine G-Klasse. Oder ich nehme auch eine andere Klasse. Hauptsache, es hat einen Stern. Ich habe vergessen, wo ich hin muss. Hier sind die Bullen. Hier ist richtig.
Bruder, sag mal. Das stimmt doch tatsächlich. Oh. Bürgermeister Juntin Ritter. Das kommt raus, wenn ihr nicht wählen geht. Dann seid ihr selber schuld. Ach, ich habe gar nicht an, dass der Telefonnummern speichert. Wie ging das? Hier. Ich brauche auch erstmal stabilerer Klingelton. Glockenspiel. Das ist wie ein Glockenbeat. Ist das ein Glockenbeat? Das ist schon ein bisschen ein Glockenbeat. Ich nehme den. So, was kann ich als Bürgermeister machen? Wahlbeteiligung lag bei 2,65%. Wahlergebnis war 50-50. Und dann hat wahrscheinlich der Zufall entschieden, oder? Der andere hatte in seinem Wahlprogramm, warum nicht? Juntin hatte, Bruder, wenn du Juntin wählst, wirst du nicht enttäuscht. Ich mach Eiweiß günstig für alle. Außerdem soll jeder mit einer Schwebebahn fahren können wie in Wuppertal. Fischkapseln sind gut für Omega 3, ich schwöre. Auch die werde ich einführen. Immer auf Pump bleiben, Jungs. So, ich brauche einen Dienstwagen. Abgeschlossen. Die Leute, das alles für dich, kann ich helfen? Ja, Bruder, hier ist nochmal Juntin. Ich bin gerade bei euch in dem Haus, aber da ist abgeschlossen. Ja, das ist richtig. Kannst du vielleicht mal hier hinkommen? Ich habe eine Frage. Ja, geben Sie mir 2-3 Minuten. Okay, ich warte hier. Alles klar, bis gleich. Stabil, bis gleich. Falsch.
Volksentscheid. Wie viel Eiweiß, egal wie man schreibt, wie viel Eiweiß soll jeder am Tag... Wunderschön. Was geht? Warte, ich mach ganz kurz einen Volksentscheid. Alles klar. Warte, ich muss gucken, wie das geht. So, am Tag 200 Gramm. Oder 300 Gramm. So, guck mal, ich bin nämlich Bürgermeister geworden. Ja, dann herzlichen Glückwunsch dafür. Danke. Ich hab, guck mal, ich hab schon Dings, ich hab ganz oft angefragt schon hier, Dings Praktikum bei euch. Aber ja, ich wurde schon zweimal abgelehnt. Okay. Jetzt habe ich gedacht, wenn ich zeige, dass ich ein Anständiger bin, kriege ich vielleicht noch einmal die Chance. Kann ich mich bitte auf ein Praktikum bewerben? Grundsätzlich können Sie es gerne versuchen. Ich darf das aber leider nicht aufnehmen. Ich habe noch nicht den Rang dafür. Da müssten sie später nochmal vorbeikommen, wenn dann die Personen sind, die das aufnehmen können. Aber guck mal, zwei haben mich schon abgelehnt. Kann ich eine andere haben, die mich noch nicht abgelehnt hat? Dazu müsste ich wissen, wer sie schon abgelehnt hat. Guck mal, einmal so eine Frau mit weißen Haaren. Okay. Und Dings einmal so eine andere Frau noch. Mit anderen Haaren. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß, wen sie meinen. Willst du einen Naturjoghurt? Ja. Nee, danke. Ich bin noch versorgt. Hast du bei dem Volksentscheid abgestimmt? Noch nicht, aber ich guck gleich mal rein. Okay, aber guck mal, Bruder, kannst du mir anders helfen? Bitte? Wenn ich jetzt Bürgermeister bin, ich weiß das erst seit heute. Kriege ich irgendwie einen Dienstwagen, eine G-Klasse oder so? Das müssten sie mit dem Gewerbeamt klären. Da ist doch nie einer da. Immer wenn ich gucke, arbeitet da keiner. Ja, die sind leider sehr schwer zu kriegen. Wie ist das denn sonst bei anderen Bürgermeistern gewesen? Haben die einen Dienstwagen oder ein Bürgermeisterhaus oder so? Ja, ein Bürgermeisterbüro gibt es. Das weiß ich, aber von einem Dienstfahrzeug. Stabil, wie kriege ich den Schlüssel? Ich weiß, die Antwort wird Ihnen sicherlich nicht gefallen. Sag mir nicht jetzt Gewerbeamt, Bruder. Komm, mach kein Auge jetzt. Mach kein Auge. Das oder der vorherige Bürgermeister. Ich weiß gar nicht, wer das war. Der kann Ihnen da wahrscheinlich besser weiterhelfen wie ich jetzt. Das war der Herr Hillblum. Müssten Sie vielleicht mit dem mal Kontakt aufnehmen, weil der kann Ihnen da definitiv besser weiterhelfen. Hast du eine Telefonnummer von dem? Kann ich gucken. Das wäre stabil. Nee, habe ich jetzt nicht. Aber vielleicht kriege ich die. Ich frage sonst einfach ein paar Leute. Ach Gott. Schreiben sollte auch wieder gelernt sein. Kein Problem, kann ich ja auch nicht und bin trotzdem Bürgermeister geworden. Ja. Nee, da haben sie nichts drinstehen. Nee, tut mir leid. Okay. Kannst du bei der Volksabstimmung für 300 Gramm stimmen? So, Volksabstimmung.
Ja. Aber wenn ich jetzt, ja das stimme, was sie sagen, dann wäre das ja getürkt. Nee, ich komme aus Wuppertal. Nein, aber, dann, ich habe einen Kollegen, Mahmoud. Das ist ja Umfragenverfälschung. Ach so. Also hat das nichts mit Mahmoud zu tun. Nein. Aber wieso Verfälschung? Ja, wenn ich ja das jetzt abstimme, was sie sagen, nee, dann beeinflussen sie ja damit die Umfrage. Nee, Bruder, ich bin der Bürgermeister. Ich weiß schon, was ich mache. Okay. Dann glaube ich Ihnen das mal. Hast du für 300 Gramm gestimmt? Ja. Stabil. Willst du dann nicht doch einen Naturjoghurt haben? Das ist nicht so einfach, auf 300 Gramm Eiweiß am Tag zu kommen. Ja, das kriegen wir schon hin. Sicher? Ja, ja. Wie viel Hühnchen isst du am Tag? Am Tag? Ja. Kann ich jetzt nicht so genau sagen. Also du solltest schon morgens starten mit Proteinmüsli. Aber auch nur mit Proteinmilch. Okay. Danach solltest du einen Shake machen. Danach solltest du Hühnchen essen. Am besten mit Reis. Eine Riesenschüssel. Dann solltest du noch einen Shake trinken. Und dann zwischendurch Skyr oder Naturjoghurt. Auf jeden Fall mit viel Eiweiß. Auf jeden Fall, danke. Danke für die Tipps. Kein Problem. Ich bin nicht nur Bürgermeister, ich bin auch Ernährungsberater. Da kann man sicherlich drauf zurückkommen, wenn man das mal braucht. Ich mache auch einen Laden demnächst auf. Okay, wie soll der heißen? Haben Sie da schon einen Namen? Wie der heißt, weiß ich noch nicht. Ich glaube, stabile Burger. Wir machen Hähnchenburger mit Anabolika-Hühner. Okay. Andere Leute nehmen Antibiotika für Hühner, wir nehmen Anabolika für Hühner. Das macht die Hühner dann besser? Nee, das macht dich besser. Ach so. Ich mach dann auch eine Internetseite auf, wo ich ein Trainingsprogramm verkaufe. Die nenne ich imakeyoustabil.com. Da kann man ja so vielleicht auch den Laden nennen. Gute Idee. Ja? So, aber danke. Aber ich gehe jetzt mal ein paar Leute suchen, die mir weiterhelfen können wegen meiner Bürgermeisterschaft. Alles klar. Dann wünsche ich viel Erfolg und viel Spaß dabei. Danke. Bleib stabil, Mann. Jo, tschüss. Hat es nicht so gefühlt wie die anderen beiden. Also, Chat, du musst doch schon stark auf den Kopf gefallen sein dafür. Aber, also, hier wird halt um die Uhrzeit auch noch keiner sein, oder? Sind die denn alle? Oder wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Geld verdienen. Was geht? Guten Tag. Ey, ich bin der Juntin. Hi, Juntin. Ich wollte mal fragen, guck mal, habt ihr vielleicht ein bisschen was zu tun für mich? Auf Praktikumsebene oder
Was hast du dir vorgestellt? Na, weiß ich nicht, ob Praktikum oder weiß oder wegen mir keiner. Wenn, guck mal, wenn was ausgetauscht werden muss, ein Feuerlöscher oder so. Ich kann das austauschen. Ich suche danach ein bisschen Geld zu verdienen. Weißt du, ich habe nicht so viel Erfahrung mit Geld verdienen. Mhm. Ich hatte früher immer meinen Traumjob. Aber mit dem komme ich hier nicht so weit. Wie viele Feuerlöscher haben wir hier? Weil hier vorne hängt ja einer. Also mindestens schon mal einer. Ja, ich überlege gerade, unten hängt, glaube ich, noch einer im Eingangsbereich. In den Gängen müssten, glaube ich, auch noch ein, zwei sein. Weiß ich gerade aber auch nicht genau. Ja. Ich kann auch sonst, ich weiß nicht, wenn ein Kaffeeautomat getragen werden muss. Das würde auch gehen. Was haben wir denn sonst noch? Weil Feuerlöscher, die sind ja sicherheitsrelevant. Ich meine, die leer machen wäre ja kein Problem für den Herrn. Haben sie denn irgendwie eine Bescheinigung oder irgendwas, dass sie da Fachmann für sind? Natürlich nicht. Also ich guck mal, Dings. Ich bin 22 Jahre und Dings, seit ich 16 bin, kann ich arbeiten. Aber ich habe immer, guck mal, wo ich herkomme, gibt Dings Hartz IV. Das, guck mal, das ist eigentlich ein guter Job. So. Mhm. Aber jetzt bin ich hier hingekommen. Und Dings, ich krieg das nicht mehr. Obwohl ich Bürgermeister bin jetzt. Ich bin Bürgermeister von dieser Stadt, Bruder. Okay. Aber ich krieg überhaupt kein Geld. Meinst, wo wir einen dritten Mann gebrauchen könnten, wäre doch hinten beim Löschfahrzeug, wenn wir hinten die Schlauchbuchten wieder drauflegen. Dass uns da, ob er uns da mal gerade hilft und dafür ein bisschen was Kleingeld von uns in die Hand gedrückt bekommt. Kann man theoretisch eigentlich machen. Also mit Schläuchen ist eigentlich nicht so mein Ding, aber wenn ich dafür ein bisschen Geld kriege, dann machen wir das. Ja, das kriegen wir schon hin. Dann kommen sie mal mit uns runter in unsere Garage, hinten durch den Aufzug, müssen wir auch nicht Treppe laufen. Stabil. Nehmen wir hier den rechten. Dann kommen wir hinten. Gut. So. So. Aber wenn du jetzt guckst, Juntin war das, ne? Juntin, richtig. Genau. Hier die Schläuche, die müssen wir da alle wieder ordentlich drauflegen. Die sind alle ein bisschen verrutscht und ein bisschen verwackelt. Wenn du jetzt hier hingehst und die gehst du mal hinten drauf, dann nehme ich hier den an. So. Willst du links oder willst du rechts anfangen? Du hast eben gesagt, auch rechts der Aufzug. Dabei sind wir links reingegangen. Du musst sagen, welches du meinst. Ja, wir sind durch die linke Tür gegangen, aber okay. Dann lass uns mal hier mit dem äußersten Fach anfangen. So, ich ziehe jetzt mal mit ein, dem, zwei wo Bein. Ich stehe? Genau. So, wenn du mir hier ein bisschen angibst, so, dann nehme ich hier eine Bahn runter. So. Gut. Gibst du die ihm jetzt hier an und ich führe hinten die Schläuche nach, wenn du dich mit ihm ans Auto stellst, dass er die hinten lang zieht? Genau. Ey, der ist ganz schön schwer, kann ich den kurz ein paar Mal hochheben? Ja. Oh. Jo. Was? Ich bin weit oben, du musst lauter reden. Nach hinten, dann den nehmen, nach hinten durch und dann hinten ablegen in der Bahn. Okay, der ist aber ganz schön schwer, kann ich den paar Mal hochheben kurz? Nur für eine kurze Trainingseinheit. Du wirst noch ein paar von den Stücken bekommen. Das soll insgesamt genug Training sein eigentlich. So, warte, ich bring das nach hinten. Alles klar. Genau, dann komme ich hier mit der nächsten Bucht. So. Gut, dann einmal hier vorsichtig. Ist schwer. Dann noch einmal, jawohl. So. Und noch einmal hier. Warte, noch einen Satz. Warte, einen noch.
Genau. Gut, dann nehmen wir das einmal so. Und das ist dann das letzte Stück von der Reihe. Den leg ich einfach so hier hin. Dings, ich habe 3 Sätze schon gemacht. Okay. Reicht dir das an Training oder magst du noch eine Bahn machen? Also warte ganz kurz, wenn ich mich ganz kurz ausruhen kann. Warte kurz. Okay, also weich liegen tut man da oben auch. Okay, also jetzt könnte ich noch einen 4. Satz machen. Okay, dann nehmen wir hier den in der Mitte, der liegt nämlich gar nicht so schlecht. Dann nehmen wir nur die oberste Bahn raus. So. Dings, hast du zwischendurch ein bisschen Kreatin für mich? Das nicht. So, okay. So. Gut. So. Hier so, dann einmal für dich. So. Oder noch 8 geschafft. Sehr gut. So, Kreatin nicht ganz, aber ein bisschen was an Eiweiß und gesunden Fetten kann ich hier anbieten. Hast du was mit Omega-3? Das nicht, aber Rindfleisch ist ja auch relativ gesund. Guck mal hier. Ja, das ist okay von Eiweiß. Ja. Danke, stabil, Bruder. Ey, sag mal, aber guck mal, wo ich gesehen habe, dass ihr so viele Schläuche habt. Könnten wir damit nicht das Grundwasser verändern? Das Grundwasser verändern in welcher Form? Na, guck mal. Also, wir hätten mehrere Möglichkeiten. Wir könnten in das Grundwasser Booster reinmachen. Dass, wenn du eine Trainingsflasche voll machst mit Wasser, hast du direkt Koffein drin. Weißt du, für mehr Puls beim Pumpen. Oder was wir auch könnten, wir könnten Kreatin ins Grundwasser machen. Okay, ich möchte dir jetzt da nicht irgendwie eine Illusion nehmen, aber wenn du hier mal auf einer Klappkarte guckst, hast du eine am Flughafen bekommen? Ich habe eine. Ja, da haben wir hier oben so ein paar große Seen eingezeichnet. Das sind unsere Trinkwasserseen. Wenn du jetzt überlegst, dass du, um da effektiv was in deiner Trinkflasche zu haben, wenn du die am Wasserhahn füllst, wie viel Unmengen an Booster und Gedöns möchtest du bitte in dem Wasser auflösen? Da musst du ja an den Hafen fahren und 3-4 riesen Tankschiffe kommen lassen, bis du da einen effektiven Veränderungen am Wasserhahn merkst. Hast du recht, gute Idee, Bruder. Wir brauchen 3 Tankschiffe mit Kreatin. Ja, also das muss man ja hochrechnen auf eine Riesenmenge. Wir brauchen eine riesige Menge Kreatin. Okay. Aber ich bin Bürgermeister. Ich werde schon was in die Wege leiten können. Alles gut, wenn wir da irgendwie helfen können. Ne? Wir sind ja da, um dem Staat und den Bürgern zu dienen. Dann sagt Bescheid, wenn wir da entsprechend tätig werden können. Und wenn ihr nochmal einen für eure Schläuche braucht, sagt auch Bescheid. Ja, perfekt. Ich gehe mal gerade vorne am Automaten ein bisschen Geld ziehen für dich, weil du hast uns ja geholfen. Steht dir auch entsprechend Lohn zu. Stabil. Willst du einen Naturjoghurt? Gerne doch. Oh, kann ich mir richtig geehrt fühlen. Direkt vom Bürgermeister einen Naturjoghurt geschenkt bekommen. Ist viel Eiweiß drin. Werde ich mir gleich in den Kühlschrank packen, dass ich mir den dann später während Dienst genehmigen kann, wenn das Ganze immer stressiger ist und ich eine Stärkung brauche. Also, du solltest dazu auch immer Buttermilch trinken. Ja, danke. Packe ich mir beides zur Seite, dann werde ich mir das dann genehmigen, wenn es stressiger wird und alles hier ein bisschen Energie benötigt. Einmal für wird. Dich. 3 Scheine, Bruder! Ja. Stabil! Okay. Ey, wenn ihr mal wieder was braucht, ne, ich lasse meine Karte hier. Ruf einfach an. Sag Juntin, wir brauchen einen für die Schläuche, ich komm vorbei. Perfekt, machen wir so. Ey, ich hab noch eine Frage. Als Bürgermeister, guck mal, ich bin neu in dem Business. Wisst ihr, ob mir irgendwo ein Dienstauto zusteht? Ein Mercedes oder so? Boah, das weiß ich nicht. Frag da sonst mal bei der Justiz an. Das müsste die 913 sein, wenn du übers Telefon wählst.
Weil es gibt zumindest ein Bürgermeisterbüro. Ob die aber auch ein Dienstfahrzeug zusteht, weiß ich nicht. Ja, wegen das Büro, also ich habe das auch schon gehört, dass ich ein Haus habe jetzt. Aber ich komme ja nicht da rein, ich habe ja keine Papiere oder so. Ja, aber da würde ich mich mal an die Justiz wenden, weil die können das eventuell sonst auch umschreiben oder irgendwas oder da irgendwas in die Wege leiten. Da ist keiner da. Okay. Aber ich guck mal, ob ich später wen erreiche. Danke für die Hilfe, Mann. Gerne, gerne. Wenn du jetzt hier unten rausgehen möchtest, kannst du hier durch die Türen und bist hinten am Hinterausgang oder kannst du über den Aufzug auch wieder hochfahren und bist vorne. Nachdem ich Schläuche sortiert habe, nehme ich den Hinterausgang. Haut rein, Mann. Danke. Ciao, ciao. Scheiße, mein Auto ist vorne. Also ehrlich, wie unangenehm ist es dir, den Charts zu spielen auf einer Skala von 1 bis 10? Boah, schon so eine 7, Alter. Aber vielmehr erschrecke ich mich davor, in welchem super unangenehmen, ekelhaften Teil meines Gehirns das entsteht, was dabei rauskommt. Weil das ist ja nicht geplant, sondern das entsteht ja nun mal leider spontan. Bruder, stabiler Ferrari und stabiler Porsche, Bruder. Ey, Kollegin, ja. Gehört einem von euch der stabile Porsche da draußen? Du meinst den Pinken? Richtig. Ja, ist meiner. Stabil, Bruder. Kann ich kurz mit dir reden? Kannst du theoretisch machen, ja. Kann ich für dich tun. Bruder, guck mal. Ich bin Juntin, Bürgermeister. Okay. Aber ich habe keine Kohle. Jetzt habe ich den Porsche gesehen und dachte, ey, Dings, dem der Porsche gehört, Bruder, der muss richtig Kohle haben. Kennst du einen oder du selber? Kannst du mir Arbeit geben? Tatsächlich gerade eher weniger. Bruder, guck mal, ich kann noch anpacken. Ich habe gerade schon Schläuche gehalten. Ja, gut. Hier im Krankenhaus, 6-mal. Ja, suchen die nicht noch Leute? Nee, nur zum Schläuche halten, aber ich bin schon fertig damit. Okay. Wie bist du so reich geworden, Bruder? Ja, gearbeitet. Als was denn? Ja, alles Mögliche. Ein bisschen Drogen gemacht hier, so, weißt du? Ja, guck mal, Dings, das Problem, ne? Wo ich herkomme, ist mein Job ein bisschen lockerer gewesen. Wo kommst du denn her, wenn ich fragen darf? Wuppertal. Okay. Guck mal, ich hab immer Dings Erfinderlohn bekommen, verstehst du? Mhm. Wenn ich an Schwebebahnhaltestelle hab ich. Manchmal hab ich iPhone gefunden, manchmal Portemonnaie und so. Okay. Und dann hab ich die abgegeben und ein bisschen Finderlohn gekriegt. Und zwischendurch von Arbeitsamt noch ein bisschen Geld. Hab Aufstockung selber gemacht. Aber hier ist das nicht so einfach, Bruder. Hier muss man richtig arbeiten.
Jetzt bin ich Bürgermeister, aber ich weiß nicht mal, woher ich das Haus kriege, Bruder. Hey, welches Haus? Das Bürgermeisterhaus. Ach, du meinst das Büro? Hat mir ein Polizist erzählt. Okay. Ja, dann musst du dich wahrscheinlich mit dem alten Bürgermeister in Verbindung setzen. Denke ich mal. Keiner hat von dem die Telefonnummer. Ja gut, das ist ein bisschen problematisch. Kennst du den vielleicht? Kannst du den vielleicht anrufen? Wer war denn der alte Bürgermeister? Warte, ich mal gerade nachgucken. Ich habe den Namen vergessen. Arthur. Oder kenne ich tatsächlich. Warte mal, ich kenne auch einen, der Arthur heißt. Der ist doppelt so stabil wie ich. Ich schwöre, der hat einen Bizeps, wie andere einen Oberschenkel haben. Okay. Ja, aber der hat tatsächlich sein Handy aus. Nicht so stabil. Aber wenn du willst, kann ich ihm einfach die Telefonnummer von dem geben. Das wäre stabil, Mann. Warte. Okay, sag. 555. 256. 274. 287. Arthur heißt der, ne? Richtig. Arthur. Okay, ich habe das mal gespeichert. Ey, danke. Du hast mir mehr weitergeholfen wie alle anderen zusammen heute. Ja, ist gar kein Problem. Man hilft da, wo man kann, ne? Aber wie gesagt, arbeitsmäßig ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich möchte mich erkenntlich zeigen. Ach Quatsch, alles gut, brauchst du nicht. Hier hast du einen Eiweißjoghurt. Das ist nett von dir, dankeschön. Alles klar, gut, dann bin ich mal weiter, ne? Und nochmal stabiler Bruder. 1, 2, 3, 4. Oder wenn ich mal so dicke habe. Ich gebe dir das Doppelte zurück, einfach so. Alles gut. Alles gut, alles gut. Okay, dann bleib stabil, ne? Alles klar. Jetzt haben wir 18 Uhr, können wir auf Vaters gleich. Ist gleich 18 Uhr. Mein Gehirn schmilzt. Wir werden die nächsten Tage irgendwann mal einen Abend-Juntin machen, damit er als Bürgermeister sich auch volksnah zeigt. Werden wir mal auf einen Abend-Juntin spielen und einfach zu den ganzen Leuten gehen und uns als Bürgermeister vorstellen. Und denen sagen, wenn die was brauchen oder so, worum nicht der Bürgermeister kümmern soll, dann können die einfach vorbeikommen. Und ich werde ein stabiler Bürgermeister sein und um mich um die Anliegen der Bewohner kümmern.